So, liebe Kassettenfreunde, hier mal eine Demonstration von einem aufgelösten Riemen hier zu sehen. Die Motorwelle, den Motorantrieb habe ich schon frei gemacht. Ja, das ist immer eine große Sauerei mit diesen wie teerförmigen Riemen. Ich zeige das jetzt mal an diesem Teil, wie das so aussieht, wenn man das abmachen will. Es ist wirklich wie Pech. Und an den Fingern geht es sehr schwer ab. Ich habe zuletzt eigentlich immer mit Spiritus gearbeitet. Das Beste ist natürlich, man nimmt dann das Schwungrad komplett raus und reinigt das mit Spiritus. Und das werde ich jetzt auch machen. So, jetzt nochmal das Ganze. Ich habe schon grob abgewischt und man sieht, mit Spiritus kann man das recht gut ablösen. Und dann einen neuen Riemen wieder einfügen. So sieht das wieder ganz ordentlich aus und meine Hände dementsprechend.